hochstellen, ganz normal mit dem Finger draufdrücken, gar kein Problem. So, zack, geht's jetzt? Minus, ach, Minus, habe ich Plus gelesen oder was? So, Leute, wir sind unterwegs jetzt hier. Oh, no way, als ob! Alter, zwei Runden hintereinander, wie krank ist das denn? Zocken, wie gesagt, auf dem Handy, weil viele von euch haben geschrieben, dass sie auch auf dem Tablet spielen, auf dem Handy spielen. Und da dachte ich mir, ich teste das Ganze mal aus, wie das denn so ist, wenn man das auf dem Handy spielt oder auf dem Tablet. Ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Und ja, wenn ihr das gut findet, dass ich das mal auf dem Handy teste, dann lasst doch gerne an dieser Stelle einen Like da. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch auf dem Handy spielt oder auf dem Tablet. Schreibt einfach mal in die Kommentare, auf was ihr Among Us spielt. Einfach mal ganz kurz hier drauf, würde ich sagen. Zack. Also steuerungstechnisch seht ihr, ich habe hier so ein komisches, ja, so ein Joystick könnte man sagen. Und mit diesem Joystick kann ich dann relativ easy steuern. Also alles gar kein Problem. Ja, und sonst habe ich halt ganz normale Knöpfe. Aber ich bin eigentlich auf die Aufgaben gespannt. Bei diesem Baum da, wo du das ganz links auf der Karte. Ja, ja. So. Wo man auch den Download macht. Dann bin ich unten in O2 rein und habe halt kurz unten im Boiler Room geguckt und dann bin ich hoch und dann lag die Leiche da. Es sind auf jeden Fall zwei Leute gerade Lab. Wer ist das? Wir können Freedit ausschließen, Pat kann ich ausschließen, Kerbo kann ich ausschließen. Hi. Und ich weiß nicht, wo Kerbo nach Reaktor hergekommen ist, weil er war, ist von links. Ich bin einfach verfolgt. Ich dachte mir, ich mach mal den Freedit. Der war mit rechts. Das heißt, wenn die, also ich meine jetzt, Kerbo, wo Reaktor gefixt worden war. Also ich habe Pharos vom linken Reaktor kommen sehen und habe dann meine Task an diesem Labyrinth da gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ich stand die ganze Zeit AFK rum, aber Alex ist mir entgegengekommen aus der Richtung. Okay. Oh, Leute. Oh mein Gott. Das war jetzt schon ein bisschen lost, ne? Ich hab vergessen zu voten. Digga, es gab einfach kein... Ah, Jungs, Alter. Es tut mir leid, ich hab vergessen zu voten. Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Also ein guter Anfang für mich, würde ich mal sagen. Aber wie schon eben erwähnt, mich würde natürlich an dieser Stelle interessieren, wie das ist, am Tablet Aufgaben zu machen. Kerbo haut einfach ab. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr, sehr gut gemacht am Handy oder am Tablet. Ne? Ich spiele in dem Fall auf dem iPad, wie ihr sehen könnt. Und es macht mega viel Spaß. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen. So, Freedit ist jetzt hier mit mir, würde ich sagen. So, wir gehen mal zusammen. Warte mal, ich gehe mal. Ist nur ein bisschen schwierig von der Bedienung her, würde ich sagen. So, da haben wir bei Reapers. So, zack, der ist jetzt hier auch drin. So, jetzt gehe ich auch nochmal ganz kurz hier rein. So, eieieiei, ich bin mal gespannt. Leute, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich eigentlich nur normal zocken wollte. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal die Lights fixen. So, gehen wir ganz kurz rüber hier zu Lights. So, zack, hier einmal umschalten, genau. Und wir haben schon gewonnen, was? Das ging ja ultra easy. Also, wir sind zu wenig Leute, glaube ich. Nee, das ist einfach, weil Kerbo gerade rausgeflogen. Lol. So, also kann ich jetzt erstmal gucken, wo die ganzen Aufgaben sind. Ich sehe in Labor sind auf jeden Fall zwei Aufgaben. Ich mache erstmal die allererste Aufgabe hier. So, hier Reading muss ich einfach hochstellen. Ganz normal mit dem Finger draufdrücken. Gar kein Problem. So, zack. Geht's jetzt? Minus. Ach, Minus. Habe ich Plus gelesen oder was? Minus 40. Mache ich jetzt mal ganz kurz. Jetzt müsste es doch eigentlich gehen. Ah! Oh Gott, ich bin so lost, ey. Ich bin so lost. Sorry, ich habe die Map noch nicht oft gespielt. So, jetzt mache ich mal den Scan hier. Waiting for Alex. Okay, Alex kann es also schon mal nicht sein, weil sonst würde hier nicht stehen Waiting for Alex. Also Alex können wir hundertprozentig ausschließen. So, und wenn Pharos jetzt Dings ist... obwohl, Pharos haut einfach ab. Der hat sich gar nicht scannen lassen. Er killt mich locker, oder? Er killt mich locker. Nein, er killt mich nicht. Das ist schon mal ganz gut. Okay, also Pharos, wissen wir Bescheid. Nee, Alex wissen wir Bescheid. Also kann ich eigentlich safe mit Alex rumlaufen, weil ich weiß, bei Alex muss ich mir keine Probleme machen. So, jetzt ging die Tür komischerweise auf. So, da haben wir vorhin auch noch eine Aufgabe in Office, habe ich gesehen. So, dann gehe ich auch nochmal die lösen, okay? Ich will nur ganz kurz vorab sagen, Alex ist hundertprozentig safe und ich auch dementsprechend. Ich bin hundertprozentig eigentlich safe, weil es wäre dumm von der Person. Also, Freedit war mit mir die ganze Zeit alleine. Wenn er Laurin umgebracht hätte, dann wäre das lost, weil er wusste, dass ich auch da in der Ecke bin und er hätte mich auch die ganze Zeit killen können. Also würde ich Freedit auch ausschließen. Und warum kannst du es nicht sein, Reapers? Ja, Digga, ich könnte es sein, aber dann hätte ich genauso gut Freedit killen können. Das wäre dann genauso. Nee, weil du ja eine Kill-Cooldown hast. Wenn wir davon ausgehen, dass Reapers mit dem Argument für Freedit recht hat, dann wäre es ja jetzt dumm an seiner Stelle, das zu sagen, weil er sich selbst damit erst Hass macht. Also, wenn er nicht selbst Crewmate ist. Da ist was dran. Und Bimo und alles können mich auch safen, weil ja, das hätte ich auch letztens töten können. Nein, ich kann dich nicht safen,
Weil du... Du standst die ganze Zeit so komisch ultra. Ich würde sogar fast sagen, dass du es vielleicht sein könntest, weil du hast die Aufgabe komischerweise nicht gemacht. Ich bin die ganze Zeit umgedreht, als Pat und ich auf dem Medbay-Scanner waren, als ich fertig war, weil Pharos die ganze Zeit auf Pat wie gewartet hat. Wie so ein Creep, dachte, ja wirklich. Ich dachte, wenn ich jetzt gehe, ist Pat halt safe. Ehrlich. Pharos hat doch bei dieser Task, die gerade vorhin ausgelöst worden ist, einmal kurz auf mich auf den Gang gewartet und dann kamst du, Alex. Pharos, du hast die ganze Runde keine Aufgabe gemacht. Ne? Ich habe dich in meinem rechten Reaktor gesehen, dann warst du mit uns im Lab, hast keine Aufgabe gemacht und dann bist du runter Admin gegangen und hast keine Aufgabe gemacht. Ne? Jungs, ich würde jetzt Pharos nicht 100%ig rausvoten, aber ich finde das Verhalten sehr, sehr merkwürdig, ne? Skipp mal schnell alles skippen. Wenn mich jetzt einer killt, dann weiß er das nämlich. Deshalb, weil ich bin 100%ig safe. Also guck mal ein bisschen auf mich jetzt bitte. So, und ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz, wo soll ich rübergehen? Communications gehe ich rüber, würde ich sagen. So, Reapers ist hier vorne, okay. Alles klar. So. Mute, Pharos. Gesundheit. Upload-Aufgabe sehe ich gerade. Ich vermute wirklich Reapers und Pharos. Keine Ahnung, also aktuell, ich weiß gar nicht, ob einer bislang gestorben ist. Alex haben wir hier vorne. Ich gehe mal ganz kurz nach unten. Alex läuft mir aber hinterher, das ist gut, weil so habe ich auf jeden Fall den 100%igen Proof. Hä, was soll das jetzt hier werden? Ich glaube, Friedrich macht tatsächlich auch eine Aufgabe. Alter, warum läuft mir Reapers denn wie so ein Creep hinterher? Reapers ist auch sehr verdächtig. Kerbo ist da. So, die Aufgabe muss einfach mit dem Finger über den Touchscreen gehen. Auch sehr geil gelöst auf dem iPad, ne? Hey, wo ist Alex hin? Lol, ich glaube, Alex wird gekillt, oder? Da haben wir Alex. So, Alex ist bei mir. Ich gehe mal kurz hier in die Ecke rein, würde ich sagen. Oh, die Kabelaufgabe. Einfach swipen, Leute. Einfach quasi verbinden mit den Fingern. Und ich habe jetzt auch fast alle Aufgaben fertig. Das ist schon mal ganz nice. So, Kerbo haben wir hier. Und wird er gekillt? Wird Alex gekillt? Ich weiß es nicht. Guck ich mal ganz kurz nach. Und, Warte mal. Ich guck mal ganz kurz nach. Alex. Ich war ja gerade in über Admin. Ich weiß nicht, wie der Raum heißt, wo man die Karte durchziehen kann. Ey, komisch, dass aber keiner gestorben ist jetzt, ne? Neben Office, da ist halt noch was. So, links, rechts davon. So, da kann man seine Karte halt swipen und daneben ist halt ein Pulsgerät. Und ich habe gesehen, dass Reapers auf einmal einen richtig extremen Puls anstatt allen anderen bekommen hat. Mein Name kommt, Digga, weil du immer mich hast, Digga. Ich wollte schon gerade sagen, Digga, es kommt safe mein Name. Also, das ist alles eine nette Geschichte, aber man kann an den Pulsgeräten nichts sehen. Das hatten wir ja schon letztes Mal thematisiert. Ja. Die sind nicht immer synchron. Meine Theorie ist einfach, Pharos wollte jetzt niemanden umbringen, weil er sowieso schon ultra sus ist und jetzt hat er sich halt versucht, irgendetwas auszudenken, dass wir den sus auf jemand anderen denken. Ja. Also, ich habe jeden gesehen, ne? Außer Pharos. Digga, Pharos, warst du die ganze Runde? Hast du dich auf in der letzten Ecke vergammelt, um jemanden zu töten? Ich war ganz in deinem Pulsgerät. Ja, aber das ist ja eben das die Taktik. Pharos, irgendwie, ich glaube, das ist zu auffällig langsam. Die einzigen, die ich nicht gesehen habe, waren Bimo und Pharos. Pharos stand schon in der allerersten Runde wie so ein Creep am Midbay-Dings. So eine Diktatur hier ist das, Alter. Pharos, das war ultra offensichtlich. Wirklich so. Also wenn du das nicht diese so Runde bist, dann sind wir einfach maximal kacke in der Among Us, wirklich. Mach dir nichts raus, Pharos. Ehrlich, jeder fängt mal an. Also ganz ehrlich, der stand da wie so ein Psychopath und hat einfach nur darauf gewartet, bis einer weggeht. Also auffälliger kann man es fast gar nicht mehr gestalten, würde ich behaupten. Wer jetzt der zweite Imposter ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass Alex es nicht sein kann, wegen dieser Medbay-Geschichte. Und, da haben wir auch Alex. Friedet haben wir hier auch. Oh Gott, ich mach mal ganz kurz hier diese Kabelführung fertig. Lol, ich hab's einfach falsch gemacht, alles klar. Also, wie gesagt, Alex kann es nicht sein, wegen dieser Medbay-Geschichte. Aber, ja. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wer der letzte Imposter ist. Ich habe so eine kleine Vermutung, dass es vielleicht bei Reaper sein könnte. Es ist Kerbo. Was ist... Okay, Kerbo hätte ich tatsächlich nicht vermutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Bimo wird es jetzt wahrscheinlich sehen, dass ich gestorben bin, oder? Alex, ich oder Fried, wir können es nicht gewesen sein. Genau. Also Fried war auch die ganze Zeit bei mir. Ja. Ich war auf der linken Seite und dann links auch fixen. Es könnte entweder jetzt Kerbo sein oder ein Self-Report. Das heißt, wir können im Prinzip flippen. Es ist ein bisschen blöd, auf mich zu gehen, weshalb Bimo für mich sus ist, weil Pat mich ja in der ersten Runde 100% geproofed hat. Ich bin ja
war mit Pat auf dem Map-Base-Scanner und er konnte die Task nicht machen, weil ich die besetzt habe. Dann kannst du die nicht machen, dann steht da Alex is doing Medbay, bla bla bla, und dann kannst du es halt nicht machen. Ich meine, wir können ja erst quasi Beamo rausholen und dann können wir immer noch Kerbo rausholen, weil einer von beiden also muss. Also ich sag's mal so, wenn ihr mich ja, rausvotet, dann habt ihr den Imposter auf jeden Fall noch drin. Ich gehe auf Kerbo einfach just for fun. Wir bleiben jetzt einfach zusammen. Hä, wenn das ist eure Theorie Beamo und dann geht er auf mich oder was? Das ist so geil gewesen, die Diskussion. Die ganze Zeit, ja, also ich glaube Fabi, ja, Beamo war es, Beamo. Und dann, ja, ich glaube auch Spaß, gehe ich auf Kerbo. Und es ist einfach geil, Alter. Ja, Junge, Alter. Für die Entschuldigung, Alex. Eure Spieltheorien, Digga, blicke ich heute bis heute nicht durch. Also war auch, ja, aber Kerbo, es ging ja einfach nach dem Ausschlussverfahren, ne? Ich meine, wenn du es nicht gewesen wärst, dann wäre es Beamo gewesen. Also eigentlich war es einfach lucky. Beamo hat gesagt, Kerbo hat einfach gar nichts gesagt. Oh.